Viele Leute da draußen denken ja, dass so ein Elektroauto nicht länger als 5-6 Jahre hält. Wir werden uns heute mal meinen 10 Jahre alten Renault Twizy anschauen und damit es nicht ganz so langweilig wird, werde ich euch nochmal die Powerbox BT im Alltagstest zeigen. Los geht's! Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier aus meinem kleinen Renault Twizy. Wir haben den 30. Dezember 2021, 12 Grad, sehr gute Temperatur, um mal zu zeigen, wie weit man mit dem Akku kommt. Ich habe den Twizy ja knapp vor einem Jahr abgeholt im Winter, habe die Erfahrung gemacht, dass ich im Winter so um die 50 Kilometer weit komme, manchmal ist es auch nur 45 gewesen und im Sommer teilweise 75 bis 80, also das schwankt relativ stark. Was mich am Twizy immer so ein bisschen gestört hat, ne, ich kann es euch ja mal zeigen, wir haben hier also keinerlei Tasten für Rekuperationseinstellungen, für Modis zum Wählen oder irgendwie sowas. Und ich bin immer so ein Segler, also das heißt, also ich segle ganz gerne mit den Fahrzeugen. Das heißt also, ich stelle die Rekuperation beim Rollen auf Null, um die Energie maximal zu nutzen. Dafür brauchen wir im Grunde ein Gerät. In meinem Fall ist das die Powerbox BT. BT steht für Bluetooth. Die Verbindung wird dann über eine Bluetooth-Geschichte hergestellt. Das Ganze sieht so aus. Im Lieferumfang ist diese kleine, aber feine Kiste, die man einmal vorher irgendwie installieren muss. Und mit dabei habe ich mich ewig gewundert, was das soll. So ein kleines Verlängerungskabel mit einem Schalter dran. Ich habe gelernt, wenn man das Teil jetzt so anlässt und den Twizy ein, zwei Tage abstellt, ist die 12-Volt-Batterie leer. Das heißt also, wenn ihr das Teil installiert, dann kann man im Grunde diese ganzen Parameter einstellen und dann kann man den eigentlich im Grunde abziehen oder ausschalten. In meinem Fall ist es jetzt hier angeschaltet. Ich darf den Bus nicht vergessen, ihn auszuschalten. Dann ist meine Batterie wieder alle. Das wäre blöd, weil ohne 12 Volt geht gar nichts. Das wird jetzt einfach an diesen ODB-Port angeschlossen, der jetzt hier drin ist. Man sieht es nicht, alles zugemüllt. Und dann geht es auch schon los, wenn man dann eine passende App dazu hat. Die ist jetzt selbstverständlich hier auf meinem Smartphone installiert. Powerbox, da ist sie. Das Ganze verbindet sich via Bluetooth. Und ihr seht jetzt hier schon einen Haufen Zahlen, die wir schon angezeigt bekommen. Fangen wir mal ganz oben an. Wir haben also oben jetzt RPM, also sozusagen die Umdrehungszahlen des Motors. Daneben halt die Newtonmeter, also die Kraft, die entweder raus oder reingeht. State of Health, 99% nach 10 Jahren. Das ist ein errechneter Wert. Der kann stimmen, muss aber nicht. Ich würde in dem Falle, deswegen mache ich gerade diesen Test, diesen Reichweitentest, um einfach mal zu schauen, wie weit ich nach 10 Jahren mit dem Akku tatsächlich noch komme. Daneben ist die Motortemperatur, ne? Also man sieht hier auf, wenn es ein bisschen geschützter ist, dann ist es tatsächlich 17, 18 Grad warm. Ich bin jetzt noch nicht damit gefahren. Darunter die Batterietemperatur, die scheint ziemlich gut zu halten. Das Witzige bei der Batterie des Twizys ist, dass die halt eben relativ frei liegt. Das heißt, wir haben also jetzt hier kaum einen Wärmeeffekt oder wir haben auch natürlich kein Thermalmanagement. Das heißt also, die Differenz zwischen Winter und Sommer ist halt doch relativ groß, einfach weil der nicht wirklich isoliert ist. Daneben State of Charge, 96,26%. Ich habe im Grunde gestern geladen, bin bis auf 100%, bin jetzt hier nur um die Kurve gefahren. Das sind also 100 Meter. Das ist hier relativ genau. Das ist auch das, was mir hier in der Anzeige fehlt. Wir haben jetzt hier zwar diesen kleinen Batterieanzeiger, pro Strich sind es glaube ich 10%. Aber noch genauer funktioniert es natürlich dann mit diesen Prozentangaben. Der zeigt die Prozente an beim Laden, aber leider nicht beim Fahren. Finde ich ein bisschen schade. Ist halt so, wie es ist. Kilowattstunden, das ist das, was wir jetzt hier nutzen können. 5,7 davon. Und Amp, ihr seht es gerade, Minus. Das heißt, wir verbrauchen gerade Strom für zum Beispiel die Scheibenheizung, die ich gerade vorne angemacht habe. Oder die Zündung im Allgemeinen. Darunter haben wir jetzt im Grunde das ganze Setup, die ganze Setup-Einstellung. Das heißt, wir können jetzt die Rekuperation einstellen, ausstellen. Das heißt also, wie weit ich dann rolle oder ob er dann bremst. Wir können in die Batterie reinschauen. Da können wir jetzt die einzelnen Zellen nochmal sehen. Das ist jetzt für mich ein bisschen, ich habe da nicht wirklich Ahnung von. Aber man könnte das sehen, wenn man das möchte. Und wir können jetzt hier unten einstellen den Eco-Modus. Achso, das geht nur bei, wenn ich das alles ausschalte. Eco. Ne, normal ist das, was dieses Setup, was halt normal kommt, oder Sport, wo dann dementsprechend die Drehmomentkurve nach oben stark angehoben wurde und wir dann doch deutlich schneller fahren können. Wenn ich jetzt auf Setup tippe, dann kann ich das Ganze nochmal genauer einstellen. Das ist das, was ich halt eben sehr schön finde. Das heißt, ich kann jetzt also einmal hier die Foot Brake einstellen. Das heißt also, wenn ich jetzt auf die Fußbremse gehe, wie stark er dann verzögern soll. Also da müsst ihr euch einfach durchprobieren mit den Werten. Set
zack. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Fußbremse trete, dann rekuperiert er so und so stark, wie ich das gerne hätte. Beim Regen, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ranrolle, habe ich jetzt zum Beispiel jetzt hier eingestellt 300, was ich ja schon meinte, da mag ich ganz gerne, wenn das jetzt auf 0 ist. Zack, das heißt also, ich rolle jetzt halt eben, wenn ich vom Gaspedal gehe, einfach aus und wenn ich auf die Bremse trete, dann hole ich Energie zurück. So, Charge kann ich auch noch einstellen, also wie weit ich aufladen kann. In dem Fall habe ich jetzt immer bis 100% und Tuning, oh genau, also hier sehen wir jetzt, kann man so eine Voreinstellung nehmen, Original, Maximal Power, diese 45er Variante oder die 80er Variante kann ich hier einstellen. Kann ich euch aber gleich sagen, ich kann jetzt also kein 80er auf einen 45er bringen oder andersrum, ne? Das ist also dann versicherungstechnisch nicht statthaft und insofern gehen wir da mal zurück. Jo, dann haben wir das schon. Also wir haben jetzt die Einstellung Sport und der sollte jetzt theoretisch rollen und wenn ich auf die Fußbremse trete, dann sollte er relativ stark rekuperieren. Dann schauen wir uns das mal an, wenn wir jetzt losfahren. Düb-di-du. Keine Ahnung, ob das geht. Das scheint mir ganz schön zu wackeln. Aber ich komme überall ran und rum. So, erst gurten, dann spurten. Ja, lustig, ne? Wenn ich jetzt also 3 Amps habe ich sozusagen verbraucht, wenn ich auf die Bremse trete, also das Bremslicht hinten angeht, dann sind es schon 4. Das heißt also, der Stromverbrauch steigt dann an. Das zeigt dann mir hier wunderbar an. So, hell ist genug. Scheibenwischer brauchen wir. Scheibenheizung brauchen wir auch nicht mehr. Jo, hier geht's jetzt los, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Gott, nochmal guckt, ob ich überhaupt Aufnahme gedrückt habe. Den Reichweitenanzeiger habe ich natürlich vorher genullt. Das heißt, wir haben jetzt also hier angezeigt 48 Kilometer, die wir schaffen sollen. Bin ich mal gespannt. Wir werden jetzt so ein bisschen über Land fahren. So ein bisschen schneller, auch mal durch die Stadt im Stau so ein bisschen. Also alles, was man so normalerweise auch in seiner Umgebung hat. Und jetzt seht ihr schon, dass die Werte da hochgehen. Ne? Also wenn ich aufs Gaspedal, Strompedal trete. Sehr schön, genau so mag ich es. Ne? Also rollen. Und wenn ich auf die Bremse trete, dann habt ihr gerade gesehen, dass da also auch ordentlich Strom zurückkommt. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Batterietemperatur und die Motortemperatur verhält. Und ich hoffe, dass ich keinen umsegle. Hier sehe ich so gut wie nichts. Ich muss gestehen, ich habe mir die Powerbox jetzt natürlich nicht dafür geholt, um die Maschine jetzt hier noch schneller zu machen. Wobei ich sagen muss, dass es ja wirklich nochmal genau den Kick rausholt, wenn man jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen schneller fahren möchte oder irgendwie einfach schneller beschleunigen will. Das, was ihr gerade piepen gehört habt, das ist sozusagen die Anzeige, dass das Maximum erreicht ist. Und dann geht halt auch nicht mehr. Aber es ist schon deutlich verbessert im Gegenzug zu der normalen Einstellerei. So, und jetzt seht ihr auch wunderbar, wie diese ganzen Zahlen sich verändern. Die Motortemperatur geht relativ schnell hoch. Wir sind jetzt schon bei, ich kann es nicht sehen, es wackelt zu sehr. 30? Nee. Naja, ihr seht es jetzt gerade. Und ich denke, bei der Batterietemperatur wird es noch ein bisschen dauern. Wenn ich jetzt rekuperiere, ne, dann hole ich ziemlich viele Amps zurück. Und wenn ich dann stehe, ist wieder alles auf Null. So soll es sein. So hat sich der Erfinder das vorgestellt. Ja, ich werde euch jetzt nicht allzu lange nerven mit dem Rumgefahren. Ich werde jetzt einfach mal abschalten und mich melden, wenn ich bei 50% angekommen bin. Das sieht gut aus. Wir sind bei 50,8%, also die Hälfte. 33 Kilometer Rest zeigt er mir noch an. 26,1 gefahren. Und was ich sehr interessant finde, liebe Leute, die Motortemperatur hat sich tatsächlich auf 64 Grad hochgearbeitet. Da müsst ihr aufpassen, im Sommer ist es so, dass glaube ich über 95% dann abgeregelt wird. Das heißt also, ihr könnt zwar normal fahren, aber der beschleunigt dann natürlich nicht mehr ganz so stark. Und die Batterietemperatur, ihr seht schon, bei 14 Grad. Jetzt müsst ihr schauen, wir kommen jetzt eher so hochgerechnet auf Pi mal Daumen 60 Kilometer.
Das klappt auch ganz gut. Hier noch ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung her. Wenn ihr irgendwo hinfahrt, dann eine halbe Stunde, Stunde unterwegs seid, weil ihr irgendwie jemanden besuchen geht oder irgendwie sowas, dann kühlt sich der Akku ab. Das heißt also, die Reichweite geht dann wieder zurück, in dem Sinne, weil der Akku ja weniger Energie wieder freigeben wird. Das heißt also, wenn ihr jetzt ständig irgendwo anhaltet und hin und wieder mal eine Pause macht, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie ich jetzt hier mit einem Rutsch, wenn ich hier einmal durchfahre. So, das wird auf jeden Fall spannend. Wir haben jetzt noch irgendwie knapp 25 Kilometer bis nach Hause. Ich hoffe, dass die Anzeige hinhaut. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ist fast leer. Juhu. Wir haben es geschafft. 2 Kilometer sind noch drin, 3,7% noch wahnwitzige 200 Wattstunden haben wir zur Verfügung. Wir sind jetzt 52,2 Kilometer gefahren, haben noch 1 Kilometer drin. Eieieiei. Und der piept wie Sau. So, der Motor hat gerade eine Temperatur von 77 Grad und die Batterie hat eine Temperatur von molligen 23 Grad, das fühlt sich doch ziemlich gut an, für die Batterie zum Beispiel. Mir ist ein bisschen kalt geworden, tatsächlich sind es jetzt irgendwie nur noch 8 Grad, das heißt, wir haben also einen ganz schönen Temperatursturz hintergelegt. Ihr habt es gesehen, es hat die ganze Zeit irgendwie nur geschüttet und geregnet, also war heute nicht das optimale Wetter und ich bin gefühlt auch irgendwie ein bisschen mehr über Land gefahren als durch die Stadt. Also ich bin super zufrieden mit der Reichweite bei den Temperaturen. Wir machen sowas garantiert nochmal nachher irgendwie bei 20, 25 Grad im Sommer. Da sollten also locker irgendwie 70 bis 80 Kilometer drin sein. Aber jetzt müssen wir erstmal eine Ladesäule suchen, damit wir den Strom wieder in den Akku reinbekommen. Das Fiese beim Twizy ist, dass der bei 0 dann tatsächlich wirklich ausgeht. Also ihr habt dann noch 300, 400 Meter nach 0 irgendwie und dann ist halt auch vorbei. Das heißt, ich würde euch raten, nicht unbedingt tiefer als 5 Restkilometer zu fahren, beziehungsweise 10%. Also tiefer würde ich wahrscheinlich nicht fahren. Und zeigt er jetzt hier 2,1 an. Und die Ladesäule ist belegt. Scheiße. Ach, das ist nicht gut. Ja, bis zur nächsten Ladesäule komme ich nicht mehr. Das heißt, ich muss mir jetzt hier irgendwie einen Parkplatz suchen. Ach, das ist ja blöd. Als ich geschaut habe, war die irgendwie frei. Jetzt ist sie nicht mehr frei. Scheiße. Ja, jetzt wollte ich euch zeigen, wie man jetzt hier, wenn man jetzt auflädt, dann wie der Strom da wieder reingeht. Aber das kann ich jetzt leider nicht, weil die Ladesäule belegt ist. So eine Scheiße. So, wir haben jetzt hier 0 Kilometer Restreichweite bei 1,86%. Also ich kann jetzt hier nicht mal um die Ecke fahren zum Einparken, sondern ich muss jetzt hier wirklich irgendwie an der Stelle stoppen und aussteigen. Ja, ich werde jetzt die Ladesäule hier im Blick behalten und einfach schauen, wenn die frei ist, dann fahre ich die 2-3 Meter vor. Und dann lade ich das Auto wieder auf. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit der Powerbox und mit dem Reichweitentest. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben natürlich auch. Wenn nach unten den Daumen, dann müsst ihr auch natürlich reinschreiben, was euch nicht so gut gefallen hat. Ja, jetzt hört doch mal auf zu piepen hier. Und dann sehen wir uns auch schon hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, kommt gut ins neue Jahr 2022. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.